One! Und natürlich sehen wir jetzt, wie seine Performance heute Abend sein wird. Jab. Oh. Ja. Gleich auf Boden. Team Bodylock. Ja. Rutscht mit den Beinen hoch. Könnte hier sein, dass er einen Triangle Choke versucht, aber ist natürlich auch noch sehr schwer zu Beginn des Kampfes so etwas durchzusetzen, da noch sehr viel Kraft beim Gegner vorhanden ist und der Kampf noch sehr wild ist insgesamt. Ja. Aber sieht schon ziemlich gut aus, sieht schon sehr eng aus, wenn der Kopf da noch gut runtergezogen wird. Ja. Sind Beine eine halbe Minute auf Boden. Ja, hier der Ref nimmt hier den Fuß aus dem Cage. Darf man natürlich nicht sich am Cage festklammern. Schöner Ellenbogen, zwei, drei Hände hinterher. Blockiert mit dem Knie die Arme des Gegners. Hartes Ground and Pound. Die ersten Schläge landen. Erste Schläge landen, mussten hier eingesteckt werden von Hardeburg. Hat hier versucht, dem Referee mitzuteilen, dass er Timeout braucht, aus welchem Grund auch immer. Aber Timeout wurde gewährt, ja. War kein Knockout, Timeout wurde gewährt. Ja, er beschwert sich hier über Schläge auf dem Hinterkopf. Ist natürlich in so einer Ground-and-Pound-Situation, wo die Schläge einfach wild rausgehauen werden, immer schwer zu beurteilen. Aber ja, ich denke, da wäre die beste Option, sich zu verteidigen und versuchen, aus der Position rauszukommen und sich zu befreien, anstatt noch sich zu beschweren und dann vielleicht noch den einen oder anderen Treffer zu kassieren. Weiß nicht, ob es besser macht. Weil die Schläge auf den Hinterkopf hat er sowieso bekommen. Also die kann der Referee mir jetzt nicht mehr wegnehmen. Er zeigt, dass er unter den Kopf getroffen hat. No coaching. No coaching. Hier der Ringsprecher ermahnt hier die gegnerische Ecke, also eine Ecke, es gibt ja keine Heimecke hier, dass in dem Timeout nicht gecoacht wird. Auch sehr wichtig darauf zu achten, damit die Pausen nicht unvorteilhaft genutzt werden durch den Verursachten der illegalen Strikes.
Ja, also insgesamt würde ich sagen, dass die Kämpfe heute Abend hier sehr, sehr gut zu bewerten sind. Ja. Jeder einzelne Kampf bringt seine eigene Atmosphäre mit sich und fast auch jeder Kampf wird hier vorzeitig beendet, ja. Also es wirklich zeigt wirklich, dass die Kämpfer, die heute Abend hier sind, um zu gewinnen und eine Performance abzuliefern und nicht irgendwie versuchen, das Ganze über die Bühne zu bringen und dann wieder nach Hause zu gehen. Also ist jetzt sehr, sehr starke Leistung der gesamten Fightcard. Zeigt natürlich auch die Qualitäten von HFC. Im Matchmaking vor allem bis jetzt auch sehr ausgeglichene Kämpfe. Die dann halt aber ja auch beendet wurden. Ja, die Schläge auf dem Hinterkopf scheinen Wirkung gezeigt zu haben bei der blauen Ecke. Ja. Dass er so lange Recovery braucht. Yannick Haudeburg aus Vesoul, Lions Fighting. Il reste 1 minute et 15 secondes. 2 Minuten und 5 Sekunden wurden hier gerade vom Ringsprecher Stefan Müller angesagt. Ja, ist halt immer die Frage, wie lange man die Zeit runterlaufen lassen möchte, da der Gegner sich natürlich auch in derselben Zeit ausruhen kann. Und weiter geht's. Ja, weiter geht's. Die Leute rasten hier aus, wirklich krass, krass. Die Leute sind am Ausrasten hier und feuern hier wirklich mit. Noch 2 Minuten. Ja, ja, also da geht ja nichts mehr, der ist ja weg, oder? Nee, also hier wirklich ganz ausgefallene Technik von Haudeburg, wie er sich bewegt und wie er mit den Schlägen mitgeht. Ja, hier ein Schlag, ein Tiefschlag, sieht man auch nicht so oft. Hat er schon wirklich tief zielen müssen, um bei der großen Trefferfläche irgendwie da unten abzulutschen. Ja, aber nochmal ganz kurz, also ich dachte gerade, dass der Mann aus der blauen Ecke vielleicht ein bisschen angenockt ist, weil er sich so unorthodox bewegt und verhält, aber ist einfach sein Stil, ja. The Drunken Master vielleicht. Ja. Ja. Vielleicht sehen wir heute Abend noch einen Drunken Master, ja, versucht jetzt hier am Cage zu arbeiten. Ja, ja, aber ich weiß ja nicht, ob es riskant ist, die Hände auf der Brust zu halten und dann einfach zu versuchen, ein bisschen zu pendeln, weil er könnte ja finden und dann eigentlich ein hartes Finish landen. Mal sehen, mal sehen, wie die Taktik hier aufgeht von Haudeburg. Ja. Ich glaube, er wartet auf die Rechte, er wartet auf den rechten Schwinger. Er lockt, er leckt Hunker nach vorne und wird dann die Rechte raushauen. Er dreht sich immer ein und so, die Rechte wird früher oder später kommen, wenn der Kampf davor nicht schon... Noch eine Minute, letzte Minute von erster Runde, aber... Ja, das war ja. Hast du so einen Versuch schon mal gesehen? Nein. Jetzt beide. Beide sind hier am Spinnen. Ja. Ja, hebt er sich am Cage, ist natürlich auch illegal. Oh. Hier nochmal hartes Ground and Pound. Wow. Ja, ja, der Ref wird hier gleich dazwischen schleiten, guckt sich das länger an und der Kampf ist vorbei. Walid Hunker holt sich hier den Sieg in der... Stopp. Erste Runde war... In der ersten Runde hier den Sieg heimgefahren. In letzter Minute, ja, in letzter Minute war... Lässt sich hier feiern, ist auf der Cage. Zu Recht auch. Yes.
So, ladies and gentlemen, one more time, give him a round of applause. Grand applaudissement pour tous les deux combattants. We have a winner in the red corner, Walid Hunka. Et offert. La trophée offert par Touria. Merci beaucoup, Touria. Starker Sieg mit hartem Ground and Pound gefinisht. Ja, den Gameplan von der blauen Ecke, von der roten Ecke, Entschuldigung, habe ich jetzt nicht so, nee, von der, noch von der blauen Ecke habe ich jetzt nicht so ganz durchschauen können. Aber vielleicht hätte sich das auch in der Zeit gezeigt. Wenn der Plan aufgegangen wäre, so hat jetzt